So, jetzt können wir loslegen. Die Tür ist zu. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid, Sie alle da sind. Ich bin Nicolas Preuß. Ich bin seit 2016 in der Firma, also schon relativ lange im Vergleich zu vielen anderen Kollegen. Mit mir zusammen, das stimmt nicht so ganz, als Backup ist der Herr Jan-Ole Finkeisen dabei. Der sitzt hier vorne gleich links. Der ist seit 2 Jahren dabei. Ich persönlich bin Entwickler und bin ja maßgeblich auch für unsere Spracherkennung zuständig gewesen. Und kann da, denke ich, sehr, sehr viel dazu erzählen und habe dann ganz tiefes Know-how. Und der Herr Finkeisen ist im Produktmanagement für die Spracherkennung tätig. Das heißt, für Sie, falls Sie Feature-Requests haben, lieber eher zu ihm. Er sagt nicht sofort, das geht alles nicht deswegen und deswegen, sondern er versucht da Wege zu finden und mich zu überzeugen, dass wir es doch umsetzen können. Genau, wir wollen heute über Spracherkennung sprechen. Hat denn jemand von Ihnen Erfahrung mit Spracherkennung schon? Und das sind andere Spracherkennungssysteme oder ist das unser Spracherkennungssystem? Okay. Und jetzt unseres oder noch nicht? Sie sind am Testen, alles klar. Gut, dann haben wir einen schönen Mix. Die Hälfte kennt Spracherkennung, die andere Hälfte nicht. Worüber wollen wir heute sprechen? Wir wollen in erster Instanz überhaupt erstmal uns überlegen, warum braucht denn Tomedo überhaupt eine eigene Spracherkennung? Warum hat unsere Spracherkennung durchaus Vorteile gegenüber anderen Systemen? Wir machen also sozusagen einen kleinen Vergleich, was es für Lösungen gibt. Dann wollen wir ein bisschen schauen, wo und wie wir überhaupt diktieren können in Tomedo, was wir diktieren können und solche Dinge besprechen. Im Anschluss dann ein paar grundlegende Funktionen durchgehen, die, finde ich, jeder kennen sollte und eigentlich auch jeder benutzen sollte, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Damit es dann nicht zu langweilig wird, zeige ich dann natürlich auch ein bisschen was in der Hoffnung, dass das alles gut funktioniert. Mit den ganzen Interferenzen hier im Raum, mit Mikros und so weiter, müssen wir mal schauen, ob das klappt. Und danach wird es dann ja für mich ein bisschen spannender, für Sie müssen wir mal schauen, ein paar fortgeschrittene Funktionen betrachten, die man zumindest schon mal gehört haben kann, um dann gegebenenfalls auch irgendwelche Workflows noch zu optimieren. Und ganz zum Schluss möchte ich noch einen kleinen Ausblick bringen, einen Teaser, was wir die letzten Monate gemacht haben, uns nämlich um die Spracherkennung 2.0 ein bisschen bemüht. Das heißt, da gibt es aktive Entwicklung, die ich gerne erstmalig heute mit Ihnen teilen möchte. So, Tomedo-Spracherkennung im Vergleich. Ich habe mir mal 2 Produkte rausgesucht, die, denke ich, im Vergleich am relevantesten sind. Das eine ist Siri, weil das mit jedem Mac natürlich mitkommt und ausgeliefert wird. Das kann also jeder sofort benutzen. Das zweite ist Dragon Medical, haben wir ja vorne schon gehört. Da gibt es Erfahrungen in diesem Bereich, weil das ganz einfach der Marktführer ist. Und wenn jemand Spracherkennung in den letzten Jahren gemacht hat im medizinischen Bereich, dann war das über Dragon Medical. Und dann natürlich in der letzten Spalte Tomedo und was wir können. Der erste Punkt ist, finde ich, ein ganz wichtiger. Lokal, Ihre Daten bleiben in der Praxis. Was heißt das? Immer, wenn Sie diktieren, werden bei Siri, je nach Einstellung, die Daten nach Amerika geschickt, dort verarbeitet und dann kommen sie zurück. Möchte man das, gerade wenn man über Patienten irgendwelche Diagnosen oder Befunde diktiert, weiß ich nicht. Bei Dragon Medical ist es ganz genau dasselbe. Ursprünglich hatten sie eine lokale Lösung, mittlerweile sind sie aber zu 100% in der Cloud gelandet. Das heißt, auch da ist nicht ganz klar, was mit ihren Daten passiert. Sie bleiben auf jeden Fall nicht bei ihnen in der Praxis. Der zweite Punkt ist, finde ich, mindestens genauso wichtig. Die Integration in Tomedo. Die ist bei Siri natürlich gegeben, weil Tomedo ist ein Mac-Programm und Siri ist ein Mac-Programm und Siri kommt auch von Apple. Das heißt, Siri kann einfach überall rein diktieren und somit auch in Tomedo. Das klappt ohne Probleme. Dragon Medical kann das nicht. Das hat einfach keine Schnittstelle zu Tomedo. Da gibt es Umwege, wie man das machen kann. Das wird dann in Dateien geschrieben und die werden dann wiederum hintenrum eingelesen. Es ist allerdings einigermaßen aufwendig, das zu tun und man sieht definitiv nicht sofort, was man diktiert in Tomedo. Unsere Spracherkennung, dadurch, dass es ein Tomedo-Produkt ist, ist es natürlich direkt in Tomedo eingebunden und Sie können in jedes Textfeld mit einer einzigen Ausnahme in Tomedo rein diktieren. Sprachsteuerung, das ist ein kleines bisschen, naja, Zukunftsmusik ist falsch, weil Sprachsteuerung haben wir in gewissem Rahmen schon implementiert über Tomedo. Wir planen das allerdings noch viel weiter auszubauen, also wenn es irgendwelche Sachen gibt, die Sie gerne per Sprache automatisieren wollen, dann immer her mit Ideen, sei es jetzt ein schlechtes Beispiel, öffne den Patienten so und so, das können wir schon. Alle Kommandos, die uns eingefallen sind, können wir schon. Die uns nicht eingefallen sind, das sind die interessanten, da können Sie jederzeit zu uns kommen. Mit Siri und Dragon geht jedenfalls beides nicht. Medizinische Fachbegriffe,
inwieweit werden die erkannt? Bei Siri, ich gehe jetzt von Siri immer von der Offline-Variante aus, nicht von der Online-Variante, also die Offline-Variante, wo die Daten bei Ihnen bleiben, die erkennt keine medizinischen Fachbegriffe, beziehungsweise nur sehr, sehr rudimentär. Das heißt, in der medizinischen Dokumentation können Sie Siri Stand heute eigentlich nicht benutzen. Dragon Medical, ganz klar, erkennt medizinische Fachbegriffe und ist da nicht umsonst der Marktführer und Platzhirsch, die können das und wir können das aber auch. Flexibel konfigurierbar, das heißt, wie flexibel sind Sie tatsächlich? Brauchen Sie einen Server? Können Sie das auch zu Hause benutzen? Wie können Sie es überhaupt benutzen? Haben Sie bei Siri keine Möglichkeiten, brauchen Sie aber nicht, weil es an jedem Rechner funktioniert. Bei Dragon haben Sie einen Zugang, brauchen Sie also eigentlich auch nicht. Bei Tomedo haben Sie die Möglichkeit, sich mehrere Server rauszusuchen, wenn Sie die Last verteilen wollen. Sie können das auch komplett zu Hause machen. Sie können das sogar im Zug machen. Und da sind wir beim Nachteil von Dragon Medical. Das können Sie natürlich nicht im Zug machen, weil es ist online. Sie brauchen dafür eine aktive Internetverbindung, die Sie im Zug vielleicht nicht unbedingt haben. Bei Tomedo, da das ja alles offline funktioniert, beziehungsweise Sie das direkt auf dem Mac, auf dem Sie arbeiten, den Server laufen lassen können, können Sie das im Zug auch nutzen. Als kleines Beispiel. Konfigurierbarkeit im nächsten Sinne, inwieweit ist das System erweiterbar um unbekannte Begriffe? Da hat Siri gar nichts mitgeliefert, da haben Sie keine Chance. Bei Dragon Medical geht es und bei uns geht das auch. Also wenn Sie ein neues Medikament zum Beispiel haben, was es vor 2 Monaten noch nicht gab und das ist in der Spracherkennung noch nicht drin in unserem Modell, können Sie das einfach antrainieren, einmalig, und dann wird das auch in der Zukunft erkannt. Der nächste Punkt, trainierbar im Sinne von Mustererkennung. Das kann Siri sowieso nicht. Dragon Medical tut sich da auch schwer. Die haben so ein paar Kleinigkeiten, die man dahingehend machen kann. Aber wirklich tiefgreifend ist es nicht. Tomedo kann das. Das heißt, Sie können Muster erkennen auf Basis von Regexen. Ich weiß nicht, inwieweit das für Sie ein Begriff ist. Unterm Strich heißt es, Sie können alles, was irgendwie ein Muster ist, wie zum Beispiel Medikation, 2x3 Tabletten täglich am Abend, können Sie komplett anlernen, dass es zu 2/3, dann das Wort, was auch immer Sie gesagt haben, /D für pro Tag, können Sie alles komplett konfigurieren. Da sind Sie sehr frei damit. Nächster Punkt, die insgesamte Qualität der ganzen Geschichte. Inwieweit ist die Erkennungsrate ausreichend? Bei Siri hatte ich schon gesagt, mit medizinischen Fachbegriffen kann es nichts anfangen. Damit kann die Erkennung nicht gut sein. Dragon Medical ist da gut. Und wir sind aber auch da sehr gut. Und der letzte Punkt, Dateien können nachträglich transkribiert werden. Siri kann das nicht, Siri kann man nur live benutzen. Im Dragon Medical, da hat mich der Kollege Herr Finkeisen hingewiesen, Dragon Medical One kann das eigentlich nicht mehr. Ursprünglich konnte das Dragon Medical mal, Dragon Medical One kann das nicht mehr. Wir können das. Warum ist das relevant? Na, ganz einfach, Sie sind beim Hausbesuch und haben eben aus irgendeinem Grund dann doch keine Serververbindung, weil Sie den Server in der Praxis haben und nicht lokal installiert haben. Dann können Sie aber trotzdem immer noch hergehen und mit Ihrem Handy zum Beispiel einfach eine Aufnahme machen, reindiktieren den Befund und dann im Nachgang zu Hause in der Praxis das einfach, zu Hause oder in der Praxis, das Ganze transkribieren, beziehungsweise das auch einfach den Kollegen geben und die transkribieren das für Sie, wann auch immer dann die Zeit dafür ist. Genau, so viel dazu. Wir sehen, Tomedo-Spracherkennung hat auf jeden Fall Ihre Relevanz. Dann wollen wir mal darauf eingehen, wo wir diktieren können. Dann habe ich nicht ganz verstanden, warum man im Zug mit Tomedo diktieren kann, aber nicht mit Dragon. Weil, das habe ich nicht verstanden, weil offensichtlich brauche ich ja doch eine Internetverbindung. Dragon hat, die Frage wurde gehört, ja genau. Dragon hat, funktioniert nicht offline. Dragon funktioniert nur noch online, das heißt in der Cloud. Das heißt, Sie Tomedo brauchen. Ja offensichtlich auch nicht, wenn ich kein Internet habe. Tomedo können Sie, dadurch, dass es so flexibel konfigurierbar ist, so konfigurieren, dass Sie das auf dem Rechner, den Sie mit im Zug haben, laufen lassen. Also Sie können, die Tomedo-Spracherkennung braucht auch immer einen Server, den können Sie aber lokal auf dem Gerät laufen lassen, den Server. Also ich zum Beispiel habe hier auf dem Rechner, mit dem ich hier gerade die Präsentation mache, das ist ein ganz normales MacBook, habe ich auch einen Spracherkennungsserver laufen, den zeige ich Ihnen dann auch gleich noch, wie der funktioniert. Und der funktioniert komplett offline. Und das hat Dragon eben nicht. Das Beispiel, warum Sie da wahrscheinlich verwirrt waren, war das Thema mit dem Hausbesuch. Wenn Sie aus irgendeinem Grund beim Hausbesuch eben keinen Spracherkennungsserver mit haben, weil Sie zum Beispiel nur ein Tablet mitnehmen oder weil der Rechner, den Sie im Hausbesuch mitnehmen, einfach viel zu schwach ist, weil da nur ein Intel i3 drin ist oder sowas, nicht reicht.
iPhone selbst alleine geht auch nicht, nein. Auf dem iPhone kann kein Server laufen. Also wenn Sie irgendeinen Grund haben, warum Sie keinen leistungsstarken Mac mitnehmen können, dann haben Sie immer noch die Möglichkeit, Audiodateien einfach aufzunehmen, zum Beispiel ins iPhone rein zu diktieren und das dann nachträglich, wenn Sie wieder Verbindung zu einem leistungsstarken Rechner haben, den Sie als Server ausgestattet haben, dann können Sie das nachträglich transkribieren. Genau. Gut. Wo und wie können wir diktieren? Die erste Frage, wo? Ich hatte es schon angedeutet, prinzipiell eigentlich in jedes einzelne Textfeld in Tomedo mit einer einzigen Ausnahme und das ist die Kommandozeile. Aber das Wesentliche ist natürlich der Karteieintrag. Sie können ganz einfach in alle Anamnesen, Befunde und alle anderen textbasierten Karteieinträge reindiktieren. Da sehen Sie dann unten auch einen kleinen Aufnahmebutton und dann können Sie damit starten. Prinzipiell aber auch in jedes andere Textfeld. Dafür brauchen Sie dann allerdings einen Shortkey, um das zu starten. Aber Sie sehen das hier im zweiten Bild zum Beispiel. Bei dem Herrn Tom Edo würde einfach in die Patienteninformation reindiktiert werden, dass er zum Beispiel ein Chroniker ist, könnte man machen. Und der dritte wichtige Punkt ist in Microsoft Word. Als externes Programm, wenn Sie zum Beispiel Arztbriefe schreiben oder irgendwelche Befundungen, die an Kollegen gehen oder sonst irgendwas, wofür Sie eben Word brauchen, können Sie auch direkt da rein diktieren, inklusive Kommandos. Also die Integration in Word ist fast 100%. Es geht nicht alles, aber fast 100% von dem, was Sie in Tomedo können, können Sie auch in Word machen. Und deswegen ist Word als Textverarbeitungsprogramm dahingehend auch vorzuziehen gegenüber Pages oder LibreOffice, weil die haben leider diese Möglichkeit nicht. Da haben sie, die sperren uns aus technischen Gründen leider aus. Wie wird diktiert? Über die Schaltfläche in Tomedo. Das ist ein kleiner Aufnahmeknopf. Oder, wenn Sie diese Schaltfläche nicht sehen, können Sie auch Tastenkombinationen nehmen, zweimal Option zum Beispiel oder Command oder was auch immer. Das können Sie sich aussuchen. Oder Sie konfigurieren ein Mikrofon. Üblicherweise macht man Spracherkennung nämlich nicht mit dem integrierten Mikrofon, sondern mit einem spezialisierten, wie zum Beispiel diesem hier. Und da sehen Sie ganz viele Knöpfe drauf und da können Sie sich einen einfach aussuchen und sagen, dieser Knopf soll es sein, mit dem starte ich jetzt die Spracherkennung. Oder vielleicht auch interessant für jemanden, der die Hände komplett frei braucht, der kann das Ganze auch über einen Fußschalter regeln. Da braucht natürlich noch ein Mikrofon, was irgendwie am Kopf festgemacht ist, aber prinzipiell kann man auch über einen Fußschalter die Spracherkennung starten. Die Frage war, ob es auch mit einem Sprachkommando geht, sowas wie Hey Siri wahrscheinlich oder Hey Google oder so. Das geht aktuell nicht. Wir haben da Entwicklung in diese Richtung, aber wir sind da noch nicht so weit, dass wir das mit gutem Gewissen auf Sie loslassen können. Gut, grundlegende Funktionen. Anlernen ist, finde ich, ein wesentlicher Punkt, weil was mache ich denn? Und das wird passieren, wenn ein Wort mal nicht erkannt werden wird. Das wird Ihnen auch nicht nur bei uns passieren, sondern bei jeder x-beliebigen Spracherkennung wird das passieren. Und da ist unser Workflow, denke ich zumindest, relativ einfach. Wir diktieren, gucken den Text ja sowieso im Nachgang nochmal durch, ob das alles stimmt und finden dann einen Fehler. Und was machen wir? Wir markieren den Fehler, klicken Rechtsklick drauf, klicken auf Anlernen und dann öffnet sich eine Maske, wo dann alle weiteren Schritte erklärt sind. Wir müssen also einfach das richtige Wort, was wir eigentlich gesagt haben, nochmal aufschreiben im Wesentlichen und dann auf OK drücken. Und dann haben wir das auch schon erledigt. Und beim nächsten Mal, wenn wir dieses Wort dann sagen, wird es hoffentlich schon richtig erkannt. Wenn nicht, machen wir es noch ein zweites Mal, drittes Mal maximal. Und dann sollte es aber durchaus im System drin sein. Zweiter Punkt zum Anlernen, wir können natürlich das, was wir angelernt haben, in Tomedo direkt nochmal überprüfen bzw. durchgehen und schauen und vielleicht nochmal ein bisschen bearbeiten, gruppieren. Zum Beispiel haben wir vordefiniert ein paar Abkürzungen, die wir schön gruppiert haben, sind aber natürlich nicht alle. Wenn Sie weitere Abkürzungen haben, können Sie noch nachträglich welche hinzufügen und dann auch mit in diese Gruppe hinzufügen. Sie können einzelne Elemente, wenn Ihnen das nicht gefällt, was wir hier machen, dass zum Beispiel das Beispiel abgekürzt wird, dann können Sie das auch wieder löschen und so weiter und so fort. Also Sie haben die volle Kontrolle über Ihre eigenen angelernten Sachen und können da kreativ werden. Zweite grundlegende Funktion sind Kommandos. Das ist ganz praktisch, wenn man das nach dem Praxisschluss zum Beispiel macht und dann einfach durchgehen möchte. Das zeige ich dann auch gleich in der Live-Demo, wenn man einfach sagt, hey, jetzt öffne mir mal Patient XY und dann füge da eine Anamnese, Befund und so weiter hinzu und dann ist das fertig und dann öffne ich den nächsten Patient und so weiter und so fort. Dafür sind Kommandos da. Oder man kann auch Aktionsketten starten, was ich einen ganz spannenden Punkt finde.
falls Sie nicht wissen, was Aktionsketten sind, das sind Konstrukte in Tomedo, wo man mehrere Aktionen automatisiert hintereinander durchführen kann. Und wir haben da jetzt noch einen Automatisierungslayer sozusagen um drauf gebaut, nämlich dass Sie sagen können, starte Aktionskette XYZ und dann geht ein ganzer Prozess, wird dann losgetreten. Das ist, finde ich, ganz praktisch. Und ein ganz wichtiger Punkt, diese Liste ist nicht in Stein gemeißelt. Wir können die jederzeit gerne erweitern. Die meisten Kommandos oder viele Kommandos haben wir uns selber ausgedacht. Viele Kommandos sind auch durch Kundenwünsche hinzugekommen. Und genau das ist der wichtige Punkt. Wenn da irgendwas fehlt, was Sie unbedingt brauchen, um Ihren Praxisalltag zu vereinfachen, dann sagen Sie da gerne Bescheid und wir implementieren das in aller Regel sehr, sehr schnell. Gut, und die nächste grundlegende Funktion sind Mikrofone, wie dieses hier. Im Wesentlichen gibt es das Philips Speech Mic, das ist das hier. Dann gibt es das Olympus Rack Mic und das von Nuance, das heißt Power Mic. Mehr gibt es eigentlich nicht, sind mir zumindest nicht bekannt, die explizit für Spracherkennung ausgebaut sind. Warum ist das jetzt ein besonderes Feature-Mikrofon? Klar, brauchen wir irgendwie. Das Feature daran ist, dass wir diese Tasten, die hier drauf sind, konfigurieren können, und zwar auf diese vordefinierten Aktionen, die da stehen, wie zum Beispiel Diktatfenster öffnen, Aufnahme starten. Ich denke, das sind ganz klare und wichtige Funktionen. Wir können aber auch uns eigene Befehle definieren. Ich habe als Beispiel jetzt mal das Abmelden gemacht, da klicke ich einfach einen Knopf auf dem Mikrofon, dann wird Tomedo abgemeldet. Ist sicherlich nicht ganz sinnvoll, nur als Beispiel. Wir könnten uns da aber auch überlegen, dass wir einen Karteieintrag zum Beispiel auf eine Taste legen. Wir klicken dann eine Taste und dann wird automatisch die Anamnese geöffnet. Und für eine andere Taste, für einen anderen Karteieintragbefund zum Beispiel, nehmen wir eine andere Taste. Sowas kann man sich da überlegen und damit kann man das noch schneller durcharbeiten sozusagen. Genau. Dann würde ich mal kurz in die Live-Demo wechseln. Wir haben hier Tomedo. Mein Mikrofon, was ich jetzt hier habe, ist jetzt absolut jungfräulich und mein Tomedo generell ist auch absolut jungfräulich und wir können da jetzt ein bisschen rumkonfigurieren. Wir gehen also in die Spracherkennung, wählen jetzt hier das Speech-Mic aus, das sehen wir schon, klicken auf Konfigurieren. Hier kommt noch ein kleiner Tipp, was wir vermeiden sollten und dann können wir loslegen. Diktatfenster öffnen, klicke ich einfach an und jetzt tippe ich hier auf diese rote Taste und wir sehen, da passiert auch was. Aufnahme starten, stoppen ist wichtig, Kontext erneuern finde ich auch immer ganz wichtig und dann haben wir schon das Wesentliche geschafft und haben das Mikrofon konfiguriert. Wenn ich jetzt die rote Taste drücke, sehen wir, öffnet sich das Spracherkennungsfenster. Das möchte ich jetzt aber gar nicht machen, sondern ich möchte jetzt ein paar Befehle ausführen. Und zwar zuerst den Patienten öffnen. Öffne Patient Tomedo. Genau, dann hat sich die Kartei geöffnet, so wie wir es wollten. Ich habe jetzt die Aufnahme unterbrochen. Normalerweise würden wir jetzt direkt weiter diktieren. Nur für den Vortrag kurz unterbrochen. Jetzt als nächstes würde ich Karteianträge anlegen. Karteiantrag Anamnese. Indikation / Anamnese, Doppelpunkt, zunächst Apoplex und Myokardinfarkt, Komma, häufige Medikamentenumstellung, Komma, seit Monaten Oberbauch, Druck, unklarer Ursache und Verschleimung in Hals parallel festgestellt, Komma, Gefühl von Blähungen und aufgetriebenem Leib, Komma, deutliche Gewichtszunahme, Punkt. Genau. Ups, ich beende mal kurz. Da schauen wir mal drüber, ob das alles soweit geklappt hat. Indikation, Apoplex, Myokardinfarkt, häufige Gehirnerschütterung. Genau, soweit eigentlich alles ganz gut. Karteieintrag fertigstellen. Und zack, ist es drin. Normalerweise würde man das eben alles an einem Stück machen. Genau, wunderbar. Was wollte ich noch zeigen? Starte Aktionskette. Eine Aktionskette, hatte ich gesagt, ist eine Aneinanderreihung von ganzen Prozessen. Starte Aktionskette, Flebo-Kette. Genau, und jetzt, wie gesagt, man muss das Konzept der Aktionskette erstmal kennen, aber prinzipiell sehen wir jetzt, es passiert was. Ich kann jetzt ein paar Leistungsziffern zum Beispiel, sind schon vorausgewählt, kann ich auf den Schein übernehmen.
Und dann passiert das nächste, Diagnosen muss ich eintragen. Da ich davon keine Ahnung habe, überspringe ich das jetzt einfach alles. Und dann werden noch ein paar Karteieintragstexte automatisch schon vorausgewählt. Ich muss hier nur noch irgendwas eintragen. Auch da weiß ich leider überhaupt nicht, was ich eintragen muss. Deswegen gehe ich da einfach mal drüber. Es geht ja hauptsächlich um das Konzept und wir sehen, ruckzuck bin ich fertig und ich musste kaum überhaupt irgendetwas noch nachgehen. Die Lücken im Karteieintrag hätte ich natürlich auch noch diktieren können. Genau, gut. So viel zu dieser kurzen Demo. Dann würde ich mal zurück in die Präsentation gehen und die fortgeschrittenen Funktionen anreißen. Nämlich die Musterersetzung, das hatte ich ganz am Eingang schon erwähnt. Wiederkehrende Muster sind, glaube ich, im Alltag relativ häufig, zum Beispiel, wenn es eben um Medikationen geht. Wie wir sehen, hier nochmal ein bisschen verschriftlich dargestellt, vielleicht wird das Konzept da auch ein bisschen klarer, als wenn ich das umständlich versuche zu erklären. 3x2 Tropfen täglich zum Beispiel kann man sich definieren als Regex, sagt man dazu, wo man einfach sagt, da muss eine Zahl kommen, dann das Wort Mal, dann wieder eine Zahl, das Tropfen könnten wir theoretisch auch noch als Parameter übergeben, indem wir einfach statt dem D plus ein W plus schreiben würden. Und das tägliche, ja, das können wir so lassen. Und als gewünschte Schreibweise, das ist dann das, was rauskommen soll, sehen wir, das soll eine Zahl sein, die erste Gruppe, das erste in Klammern sozusagen, x für mal und dann das zweite Tropfen täglich. Es ist uns klar, dass Sie das wahrscheinlich nicht selber machen werden. Uns ist eher wichtig, dass Sie die Möglichkeit kennen, damit Sie dann im Support bei uns anrufen können und sagen können, machen Sie uns mal bitte so ein Musterding fertig. Und ich hoffe, dass der Support versteht, was Sie meinen, wenn Sie Musterding sagen. Gut, die nächste fortgeschrittene Funktion, Audiodateien, die haben wir auch schon angerissen. Wie gesagt, Sie sind irgendwo, wollen irgendwas diktieren oder Sie kriegen aus irgendeinem, von einer E-Mail zum Beispiel, ein Diktat oder was auch immer. Sie können Dateien in Tomedo rein importieren, haben dafür eine Eingabemaske oder ein Fenster, wo Sie dann diese Dateien durcharbeiten können. Wir sehen das hier. Sie können Ihre Dateien umbenennen, wie auch immer, schön sortieren und dann im Nachgang transkribieren. Sie können sich tatsächlich auch alle gleichzeitig markieren und transkribieren und dann in die Stadt gehen, wenn das ganz, ganz viele sind und einen Kaffee trinken gehen und wenn Sie zurückkommen, sind die alle fertig transkribiert. Und dann sozusagen das abarbeiten, beziehungsweise müssen Sie das natürlich nicht mal selber machen, das können Sie dann auch an eine Schreibkraft zum Beispiel geben, die dann nur noch das Ergebnis überprüfen soll. Das ist das Erste und das Zweite ist dann, dass Sie dann, wenn Sie das transkribiert haben, diese Texte direkt als Karteieintrag speichern können. Das sehen Sie unten rechts in der Ecke, da können Sie dann einen Karteieintragswert aussuchen, Sie können sich einen Patienten aussuchen, wo das überhaupt hingehen soll, klicken auf Speichern und dann ist das Ding in der Kartei von dem Patienten drin. Nehmen Sie das Nächste. Und auch das wandert dann in die Kartei vom nächsten Patienten. Genau. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, deswegen überlege ich, was wir machen. Wir gehen auf die Spracherkennung 2.0 ein. Was hat es damit auf sich? Alles, was wir bisher besprochen haben, funktioniert mit der aktuellen Spracherkennung. Und die Erkennung ist auch gut, sehr gut. Aber es hat sich in den letzten Monaten sehr, sehr viel getan da bei uns. Wir haben vor 3-4 Monaten ungefähr angefangen, die Spracherkennung auf komplett neue Füße zu stellen, weil ganz einfach die Technik mittlerweile viel, viel weiter ist als vor 3-4 Jahren, als wir so angefangen haben. Und haben damit tatsächlich wesentlich bessere Ergebnisse erzielt. Die Qualität, die Erkennungsrate ist viel besser. Sie müssen viel weniger anlernen mit dem neuen System. In Tomedo sind dafür, um das zu nutzen, oder werden dafür keinerlei Anpassungen notwendig sein. Das funktioniert ganz genauso. Alles, was Sie bisher gemacht haben, können Sie weitermachen. Der einzige Wermutstropfen, den wir dahingehend haben, ist die Hardware. Wir brauchen dafür leider momentan eine Grafikkarte, um diese Spracherkennung durchzuführen. Das brauchen wir momentan nicht. Momentan reicht ein Mac mit einem M1 oder M2-Chip. Für diese Lösung werden wir sehr wahrscheinlich zumindest in den Anfangstagen eine Grafikkarte brauchen, obwohl es auch da Bestrebungen gibt, dass wir wieder auf die CPU kommen, aber das ist dann noch ein bisschen weiter weg. Das ist natürlich abstrakt, deswegen würde ich das gerne einfach mal kurz zeigen, wie das funktioniert und wie die Erkennungsrate dort ist. Dafür schauen wir erstmal nach, dass alles richtig eingestellt ist. Ich gucke hier in den Server rein. Das
ist das lokale Modell, genau, das ist also gut. Ich würde jetzt mal einen Text diktieren, wo hoffentlich ein paar Fehler drin sind, und dann mache ich denselben Text mit der neuen Lösung. Befund, Doppelpunkt, problemloses Einführen und Vorspiegeln, Komma, Larynx unauffällig, Punkt, Ösophagus mit normaler Schleimhaut und Peristaltik, Punkt. Ha. Schade, das war nicht gewollt. Gut, dann gehen wir da drüber und machen trotzdem den Test mit der neuen Spracherkennung, ob die das wenigstens genauso gut hinkriegt. Ups, das ist jetzt, müssen Sie mir einfach glauben, dass das ein anderer Server ist. Befund, Doppelpunkt, problemloses Einführen und Vorspiegeln, Komma, Larynx unauffällig, Punkt, Ösophagus mit normaler Schleimhaut und Peristaltik. Ja, sieht genauso aus. Also immerhin ist sie nicht schlechter geworden, die neue Spracherkennung. Tatsächlich ist aber das Ergebnis von der ersten Spracherkennung von dem aktuellen Produkt im ersten Beispiel ein bisschen überraschend. Das hat in meinen Tests nämlich nicht funktioniert. Das Ösophagus hat nicht funktioniert. Und bei der zweiten Lösung funktioniert es. Wenn Sie ein Beispiel haben, kann ich gerne auch ein anderes Beispiel diktieren. Bitte? Heberdenarthrose. Ja. Heberdenarthrose. Okay. Heberdenarthrose. Ja. Schauen wir gleich nach. Heberdenarthrose. Wir brauchen was Kreativeres. Bitte nochmal. Morbus Dupuytren. Morbus Dupuytren. Morbus Dupuytren. Aber das ist auch wieder die aktuelle Sprache. Das ist die aktuelle Spracherkennung. Wir suchen was, was die aktuelle nicht kann. ja, gerne, gerne. Gerne. Ist das überhaupt schwierig? Ist das relevant, wer spricht? Sollte es im Idealfall nicht sein, nein. Ich mache für Sie. Ist das jetzt das Neue oder das Alte? Das ist das Alte. Rechtes Knie, Doppelpunkt, Extension, Flexion 00, 150 Grad. Innenmeniskus, Außenmeniskus, Zeichen negativ. Vordere Schublade, Lachmann Plus. Skreta Erguss. Und leichte Überwärmung. Ja. Gut. Hier haben wir aber jetzt was Schönes gesehen. Vielleicht kriegen wir. Vielleicht ist das ein gutes Beispiel. Das Unter zum Beispiel ist falsch, wenn Sie das sich anschauen. Das kam durch das Full-Wörtchen und andere Sachen. Und genau alle Fehler, die ich hier sehe, sind eigentlich dadurch gekommen. Aber trotzdem ist es ein schönes Beispiel, um das mal zu testen, ob das die neue besser macht, eventuell. Ganz kurz noch Frage, weil eigentlich gerne. Extension, Flexion 0-0-150. Genau, genau. Das ist. Ja, und genau dafür sind die Mustererkennungen gut. Diese Regex-Mustererkennung, genau, weil da können Sie einfach sagen, Sie sagen irgendwas mit Flexion und danach irgendwie eine Reihe von Ziffern. Genau dafür sind diese Mustererkennungen gut. Das können Sie damit anpassen. Und wir machen das erstmal nicht, weil wir gerne die Möglichkeit Ihnen überlassen wollen. Und vielleicht ist es auch nicht für jedermann genauso richtig. Von daher haben Sie da freien Spielraum. Genau, ich würde es nochmal versuchen. Rechtes Knie, Doppelpunkt, Extension, Flexion 00, 150 Grad, Innenmeniskus, Außen, Meniskus, Zeichen negativ, vordere Schublade, Lachmann plus diskreter Erguss und leichter Überwärmung. Nett, zumindest das zweite hat er weggemacht. Da. Okay, gut. Damit. Kann man Regex noch selbst einrichten?
Die Frage ist, wie man Regex selbst einrichten kann. Gute Frage. Wenn man sich auskennt, dann kann man das machen unter Autokorrekturen. Hier einfach auf das Plus klicken. Nicht wundern, das sieht wahrscheinlich, wenn Sie das haben, momentan noch ein bisschen anders aus, weil das ist das brandneue Design. Das wird aber in den nächsten Tagen wahrscheinlich bei Ihnen ankommen. Wir klicken hier auf Plus und nehmen ein neues Wort. Moment, das sollte eigentlich so nicht sein. Eine Ersetzung. Ehrliche Antwort, momentan können Sie es nicht, aber wir haben darüber diskutiert, ob Sie das in Zukunft können sollen. Und die Antwort war ja, Sie sollen das in Zukunft können. Jetzt sehen Sie hier nämlich diesen Haken, der war gerade nicht gesetzt. Das kann also momentan nur Zollsoft, aber wir wollen Sie ermächtigen, das zu können. Und Sie geben dann hier einfach den Regex ein in die bisherige Schreibweise. Also zum Beispiel wollen Sie sagen, Flex, ja, das wird ein komplizierterer Regex, deswegen mache ich den jetzt nicht. Wir machen das mit den Tabletten. 2 mal 3. Ja, wir machen das hier auch dynamisch. Für W, für Wort. Täglich soll werden zu das erste, was wir erkannt haben. X, das zweite, was wir erkannt haben. Dann das dritte, was wir erkannt haben. Schrägstrich D. Für pro Tag eventuell. Ist das ja sinnvoll? Ich weiß es nicht. Wir machen noch den Haken. Und dann testen wir das gerne mal aus. Ich gehe dafür aber wieder auf den alten Server. So. Medikation, Doppelpunkt, 2 mal 3 Tabletten täglich. Genau, und da haben wir es. Gut. Wir sind von der Zeit her auch durch, deswegen jetzt die Diskussionsrunde. Wenn es noch weitere Fragen gibt, dann gerne jetzt.